Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 31. Juli, 9:30 Uhr. Wir feiern bald den Monatsabschluss und es könnte nicht spannender sein. Die Märkte hier unverändert volatil unterwegs und das dürfte sich auch über den Sommer so hinweg weiter fortsetzen. Also August dürfte hier weniger lethargisch als vielmehr wohl dynamisch werden. Und wir sehen hier das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar hier zunächst erstmal im H1 in der Beschau der bisherigen Entwicklung. Wir sind hier aus der Asia-Range direkt mit dem Start der European Session nach unten rausgebrochen und haben hier sozusagen ein Stück weit negatives Fahrwasser aufgenommen. Wir sind aktuell hier schon unter das Vortagestief aktuell gefallen, 3 Pips vom Tagestief nur weg. Also die Vorzeichen hier doch schon eingetrübt. Interessant auch hier zu sehen, dass wir das Vortageshoch haben, hier das Vorwochenhoch, wo wir nicht drüber rausziehen konnten. Und auch für heute deutet sich, und das sehen wir hier mit dieser Wochenstatistik, der Freitag hier mit nur 36% positiver Schlusspreise, ja, irgendwo eine sehr, sehr unschöne Tendenz an. Und wenn wir die bisherige Tageskerze sehen, dann schlägt die genau in dieselbe Kerbe, nämlich hier mit der Vermutung, dass es hier ein schwacher Tag werden könnte. Just haben wir auch ein neues Tagestief gemacht und wir laufen hier wohl oder übel auf die Average True Range hin oder zu. Das würde hier noch weitere Verluste bis 1,55, 30, 29 rund bedeuten, gegebenenfalls sogar 1,55, 20. Dann wäre rein von der statistischen Range, das Paar bewegt sich hier knapp 90 Pips pro Tag, sozusagen die durchschnittliche Spanne ausgeschöpft und dann dürfte sich das Währungspaar eigentlich hier stabilisieren oder aber heute im finalen Freitag vielleicht sogar richtig nach unten durchsacken. Denn mit Blick auf die letzten Wochen, auf die letzten 12 Wochen, haben wir hier eine durchschnittliche Range sogar von 117 Pips. Also sehr, sehr interessant. Britische Pfund hier aktuell am Vortagestief. Entweder kommt jetzt der Rebound oder wir sacken direkt weiter durch. Die Gefahr ist hier in jedem Falle als erhöht anzusehen. Gehen wir mal auf den Chart. Hier haben wir auch den Stundenchart auf der linken Seite nochmal, aber hier vielmehr mal auf den Tageschart. Der zeigt nämlich hier einen deutlichen Deckel. So auch die heutige Headline. Wir sehen nämlich hier das Niveau von 1,5675 und genau dieses Level ist es, wo das britische Pfund hier schon mehrfach versuchte, zuletzt hier am 29.07. drüber rauszuschauen. Und wie wir ja unschwer sehen, scheiterte das an jedes Mal. Also hier ist definitiv der Deckel oben drauf und unterhalb von 1,5675 muss man jetzt von weiteren Verlusten ausgehen. Man darf jetzt hier auf Tagesbasis betrachtet durchaus einen kurzfristigen Aufwärtstrend mal in den Chart ziehen, der hier sozusagen jetzt auf Tagesbasis auch im Sinne der laufenden Bewegung hier mit Interesse beobachtet werden sollte, auch vor dem Hintergrund, dass der EMA 50 bei 1,5544 dort verläuft. Und wenn wir hier drunter rausgehen sollten, dann erscheint hier ein Test dieser Trendlinie, hier also im Tageschart auf größerem Bild betrachtet, ein Test des Niveaus hier von 1,5430 mit Blick auf die kommenden Tage, Wochen hier insbesondere für den August durchaus möglich. Es könnte auch in dem Zusammenhang natürlich noch ein Stück weit tiefer gehen, insbesondere wenn hier diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie durchbrochen wird. Aber wir haben hier jetzt den Deckel drauf Long, also britisch Pfund US-Dollar erst wieder, wenn wir hier über 1,5675 rausziehen. Dann ist sicherlich einiges nach oben möglich. 1,58, 1,60 wären dann hier Niveaus. Aber wir sehen auch hier, dass das nächste Bein sozusagen, wir fügen mal den Punkt hinzu, dieser Impulsbewegung ABCD hier jetzt kein neues Hoch generierte. Das wäre eigentlich hier der typische Verlauf gewesen. Ja, aufgrund dessen, dass es hier wohl möglich bereits im Bereich von 1,56, 75, 1,57 scheiterte, darf man jetzt durchaus mutmaßen, dass hier jetzt ein schwächerer Bewegungsimpuls Einzug hält. Durchaus eine Variable, eine Option, die man hier im Hinterkopf halten sollte, denn das Bild sieht hier nicht gerade sehr positiv unter dieser Betrachtung heraus aus. Auch wenn wir jetzt neben dem negativen Wochentag heute noch die Saisonalität für die kommenden 20 Tage hinzunehmen, dann sehen wir hier relativ eindeutig, was es hier im August mit der Preisbewegung vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar auf sich hat, nämlich hier nahezu konsequent fallende Preise. Und das mit dieser aktuell doch hier leicht eintrübenden Charttechnik in Verbindung gebracht, muss man ja, jetzt ohne viele Umschweife davon ausgehen, dass das britische Pfund wohl hier vor dem Beginn einer nächsten größeren Abwärtsbewegung steht. Und diese könnte hier mindestens kurzfristig bis 1,5385 führen, wenn nicht sogar eben auch tiefer. Das gilt es mal genau zu beobachten. Heute, wie gesagt, jetzt am Vortagestief gerade abgeprallt. Da muss man mal sehen, ob die Bullen hier noch Kraft haben, wirklich einen Rebound zu starten. Intraday kann man hier kurzfristig, und da gehen wir jetzt direkt nochmal in den Intraday-Chart hier im 15.
Intraday könnte man, wenn wir hier zurückgehen, über das Vortagestief durchaus spekulativ auf eine Erholungsbewegung in Richtung Pivot Point setzen. Hier 1,56 wäre dann ein Ziel. Hier dann durchaus aber wiederum mit einer Umkehrbewegung zu rechnen wäre, obgleich das hier wirklich ein spekulativer Charme gegen den aktuellen Impuls ist. Für mich auch aufgrund des schwachen Wochencharts sieht es eher so aus, als würde das Preis-Verhältnis, das Währungspaar vielmehr direkt weiter abrauschen. Insofern hätten wir das britische Pfund zum US-Dollar schon mal besprochen. Ich wünsche Ihnen ja viel Erfolg. Ein bisschen was an Pips gibt es noch zu holen. Ich hoffe, Sie stehen auf der richtigen Seite. Und wenn nicht, dann wollen wir mal schauen, ob der DAX nachher noch was bringt. Da schalten wir uns nämlich nochmal beim JFD Live Trading TV auf. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Zeit. Ihr Christian Kemmer und bis später, wenn Sie mögen. Ciao dabei.